Und noch ein Schuljahr im Zeichen von Corona. Schüler strömen nach den Sommerferien wieder in den Unterricht. Es ist bereits der zweite Schulanfang unter Pandemiebedingungen für die Kinder der Bruno H. Bürgel Grundschule in Berlin. Anders als im Vorjahr findet diesmal aber Präsenzunterricht statt. Wir sind gut vorbereitet, aber es ist ja noch mitten in der Pandemie. Die Senatsverwaltung hat uns gute Papiere gegeben, Handlungsleitfaden, Musterhygieneplan, Corona, mit dem wir gut arbeiten können. Das ist sehr schön. Die Kinder freuen sich, wieder da zu sein. Auch die Mitarbeiter freuen sich alle sehr, wieder da zu sein. Dass nicht das ganze Personal da ist. Es gab Ausfälle, die auch nochmal erforderlich gemacht haben, den fertigen Stundenplan völlig neu zu machen, ist natürlich alles andere als schön. Aber wir sind guter Dinge und ich hoffe, dass wir mit dem Präsenzunterricht so weit kommen, wie es möglich ist. Zum Hygieneplan des Berliner Senats gehört unter anderem, dass sich die Schüler mehrmals wöchentlich selbst testen. Kinder ab 6 Jahre müssen zumindest in den 2 ersten Unterrichtswochen Maske tragen. Darüber hinaus soll das Lehrpersonal regelmäßig lüften. Wie lange Präsenzunterricht stattfinden kann, steht in den Sternen, denn auch in Berlin steigen die Fallzahlen wieder. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 38,0 und damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Frage der Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ist auch noch ungeklärt. Viele Eltern sind besorgt. Also ich denke, wir haben jetzt 1,5 Jahre Corona, da hätte viel mehr passieren können. Auf anderen Ebenen ist mehr passiert, aber die Kinder sind da wirklich mit ihrer Bildung und ihren sozialen Kontakten auf der Strecke geblieben. Es ist wieder der Natur, alleine zu Hause zu sitzen und von den Eltern unterrichtet zu werden. Ich halte mehr davon, wirklich in kleinen Gruppen, in der Schule, geschützt zu lernen, ein bisschen soziale Kontakte zu pflegen. Die Schulen richten sich bei den Hygienemaßnahmen nach einem 3-Stufen-Plan des Berliner Senats. Aktuell gelten die Regeln der Stufe Grün. Auf Gelb springt die Ampel bei mehreren Infektionen an einer Schule. Das hat Maßnahmen zur Folge. Bei einem, so wörtlich, erheblichen landesweiten Infektionsgeschehen tritt die Stufe Rot in Kraft. Das würde erneute Schulschließungen im Land Berlin bedeuten.